Nicht zu übersehen die türkische Nationalflagge am Kölner Rheinufer. Die Union Europäisch-Türkischer Demokraten, eine Lobbygruppe der türkischen Regierungspartei AKP, hat zur Pro-Erdogan-Demo aufgerufen. Insgesamt etwa 20.000 Demonstranten sollen sich laut Polizei versammelt haben. Ja, wir wollen auch unser Land von hier aus unterstützen und zeigen, dass wir auch für die Türkei und mit der Türkei sind, obwohl wir in Deutschland leben. Die Polizei ist in Köln mit bundesweit 2.700 Polizisten in Alarmbereitschaft. Scharfschützen sichern das Gelände, Wasserwerfer und Radpanzer sind im Einsatz. Auch wegen der vier Gegendemonstrationen. Die Lage sei aber relativ ruhig. Bisher ist es hier sehr unauffällig. Auch in den anderen Bereichen der Stadt, auf der anderen Rheinseite, gibt es zurzeit keine Probleme. Allerdings, am Hauptbahnhof wurde die Gegendemo von Pro-NRW seitens der Polizei aufgelöst. Die Kleinpartei wurde vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Einige der Demonstranten sollen mit Schlaghandschuhen ausgerüstet gewesen sein. Und in der Innenstadt soll es zu kleineren Reibereien zwischen Nationaltürken und Kurden gekommen sein. Am Rheinufer begann die Pro-Erdogan-Demo friedlich mit einer Schweigeminute für die Opfer des Putschversuches in der Türkei und der Opfer des Amoklaufs in München. Danach wurde der Ton aber deutlich rauer. Laut Beobachtern soll aus der Menge die Todesstrafe für die Putschisten gefordert worden sein. Die türkische Regierung, vertreten durch den Sportminister, forderte die Türken auf, zusammenzuhalten und einheitlich nach außen aufzutreten.